this way. Metro, this way. Metro, this way. And Netherlands, USA, also that way? This way. Schönen guten Tag aus Doha. Ich weiß, was ihr denkt. Deutschland ist aus der WM ausgeschieden und Jürgens hängt nur noch den ganzen Tag am Hotelpool rum. Ja, das könnte so sein. Es ist auch der Hotelpool im Hintergrund. Aber was macht der Bauer, wenn morgens der Wecker klingelt? Er geht raus aufs Feld. Und da muss ich heute wieder hin. Hinter mir Doha und da fangen heute die Achtelfinals an. Heute Abend werde ich mir das Spiel Niederlande gegen USA anschauen und vorher will ich mir noch ein bisschen Doha angucken. Ich fahre an den Souq Waqif im Zentrum von Doha. Mal schauen, ob ich dort auf Fans treffe. Souq ist der katarische Begriff für Markt. Das ist, wenn es sowas in Katar überhaupt gibt, gewissermaßen die Altstadt von Doha. Hier werden seit über 100 Jahren Gewürze, Stoffe, Shisha-Pfeifen und heute natürlich auch der gewohnte Touri-Nap gehandelt. Okay, die Destascha mit schwarz-rot-goldenem Aufdruck gibt es jetzt hier also günstiger. 2006 wurde der Souq renoviert und ist seitdem der Anlaufpunkt für Touristen, die aus aller Welt hierher kommen. Von hier ist es nur ein kurzer Fußweg zur Küstenpromenade Corniche, wo auch das Fanfest der FIFA stattfindet. Und natürlich ist hier die WM allgegenwärtig. Herrlich, Taubenscheiße. Und natürlich gibt es hier am Souq auch Kamele, die geben ja selbst für WM-Touristen ein schönes Motiv ab. Symbolbild Deutschland, Kamel mit Mundzuggeste, dahinter Straßenszene von Doha. Hier passiert es mir übrigens das allererste Mal, seit ich in Doha angekommen bin, dass mich ein Straßenhändler anspricht, um mir ein Kopftuch zu verkaufen. Ich sage aber ab. So, das war mein kurzer Ausflug nach Souq Waqif. Ihr seht, im Hintergrund fahren schon die Busse wieder in alle Windesrichtungen, sprich genau genommen zu zwei Stadien, um die Fans dahin zu transportieren. Und hier geht es auch im Hintergrund natürlich zur, man hört es vielleicht, Metro. Die nehme ich und fahre zum Spiel Niederlande gegen USA. So, liebe Leute, wie ihr seht, bin ich am Khalifa International Stadium jetzt angekommen. Die Spiele fangen hier mal erst um 18 Uhr Ortszeit an. Deswegen haben die Leute heute, wie ihr gesehen habt, auch den Tag genutzt, um ein bisschen Sightseeing zu machen. Das habe ich ja auch indirekt. Aber die Fußball-WM ist nach wie vor allgegenwärtig hier in Doha, auch wenn die deutsche Mannschaft nicht mehr dabei ist. Also insofern, keine schlechte Laune kriegen. Ich mache weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir sehen uns.